So, herzlich willkommen auch von mir mal zu einem Infovideo, zumindest zu einem recht kurzen. Ich schalte gerade mal kurz hier per Mausklick auf meine Gaming-Maus Musik an. So, also, wie ihr hieran sieht, ich bin mal wieder in der Special-Welt vom Singleplayer und habe mir heute mal ein bisschen einen anderen Platz ausgesucht und werde einfach mal durch die Gegend fliegen. Ja, okay. So, was ich sagen möchte, hat Philipp in seinem Infovideo auch schon erwähnt. Luca ist im Moment krank. Von daher können wir keine weiteren Let's Play Together Videos von Minecraft hochladen im Moment. Und es tut mir auch sehr leid, dass es so lange gedauert hat, bis die Info kommt. Besser spät als gar nicht. So, ist auch interessant hier. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal kurz die Musik ein bisschen leiser, weil das ist schon ein bisschen laut. Moment. So. Besser. Okay. Der Titel, der hier gerade im Hintergrund düdelt, ist von Spirit of Armakuni. Das ist, glaube ich, ein Spiel, soweit ich weiß. Und zwar The Dragon Door heißt der Titel, wenn ich mich nicht irre. Und das habt ihr bestimmt schon, wenn ihr Gronkh guckt, in seinem Video gesehen oder gehört, besser gesagt. Und auch viele andere benutzen den Titel in ihrer Playlist. So. Aha. Heute mal mit einer ziemlich weiten Sichtweite, bin ich eigentlich gar nicht so gewöhnt, dass mein Rechner das mitmacht. Naja, okay, von mir aus, wenn es so ist. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, Luca ist krank. Wir können derzeit also im Moment keine Let's Play Together Videos von Minecraft hochladen. Und also übermorgen fangen ja die Faschingsferien an. Und ich bin derzeit auch im Urlaub. Das heißt, in der nächsten Woche wird auch nichts erscheinen, auch wenn Luca wieder gesund wird. Aber es wird wahrscheinlich noch mindestens 1,5 Wochen dauern, bis neue Videos kommen. So, was mache ich denn hier eigentlich die ganze Zeit? Gehen wir doch mal ein bisschen unter Wasser. Aha, ja, interessant. Also eigentlich nicht wirklich, aber egal. Zu der Minecraft-Version. Viele von euch, die unsere letzten Videos geguckt haben, also ich glaube so Folge 19 und 20 und so, wir benutzen nach wie vor die Minecraft-Version 1.4.6. Auch wenn die 1.4.7 schon seit einem guten Monat draußen ist. Allerdings sind da drin eigentlich nur Bugfixes enthalten. Und ich habe gedacht, es ist im Prinzip einfach nicht nötig, deswegen Minecraft zu updaten. Und deswegen spielen wir nach wie vor in der 1.4.6. Und es dauert ja nicht mehr allzu lange, bis das Redstone-Update, also die 1.5, rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, wenn das 1.5, die Version 1.5 da ist, werden wir auf jeden Fall, oder werde ich auf jeden Fall, nochmal ein großes Special zur 1.5 machen, dass ihr alle noch ein paar neue Features kennenlernt. Es gibt zwar schon recht viele Videos mit den Snapshots 13W, ich glaube 34A oder ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall gibt es schon einige Infovideos dazu, aber ich möchte einfach auch in unserem Let's Play das nochmal zeigen. Und ja, jetzt ist der Titel schon vorbei. Ich denke, den kann man ruhig nochmal laufen lassen. So. Was ich jetzt schon weiß, was in der 1.5 neu ist, das sind unter anderem Trichter,
die können angebracht werden an Kisten und anderen Behältern, also Spendern, ja, Öfen auch. Und dann gibt es ja auch noch die Dropper. Das heißt, die droppen dann ein Pfeil-Item, anstatt den Pfeil zu schießen. Sind aber sonst eigentlich ganz ähnlich wie Spender. Dann kann man Spender jetzt auch nach oben und unten ausrichten. Es gibt ein paar neue Redstone-Features. Und neue Blöcke weiß ich jetzt nicht so viel. Also es gibt, wie gesagt, den Trichter eben. Oh, es gibt einen Tageslichtdetektor, der ganz praktisch ist, um um eine automatische Beleuchtung zu bauen. Ich meine, das hat man eigentlich schon immer, also seit Redstone, machen können. Allerdings war das dann immer sehr aufwendig. Und jetzt mit dem Tageslichtdetektor geht das deutlich einfacher. Da haben wir eine Kuh, glaube ich, rumhüpfen oder sowas. Gehen wir einfach mal hin. Ja, das ist eine Kuh. Ja. Okay. Ansonsten noch ein paar weitere Redstone-Features, die ich teilweise noch nicht so ganz verstanden habe. Zum Beispiel den Komparator. Aber das wird dann alles mit der Zeit noch kommen, denke ich. Ja, ich fliege jetzt hier mal ein bisschen rum, dass es für euch nicht so langweilig ist. Und dann was wir auf jeden Fall in unserem Let's Play benutzen werden, sind die Trichter. Weil es ist einfach viel praktischer, wenn man schon so eine Erntemaschine hat, wie wir sie haben. Also vorgebaut, die Kolben und so fehlen ja noch. Aber trotzdem, wir sind ja schon, ich sag jetzt mal, relativ weit. Und von daher ist es schon praktisch, wenn wir dann öfters mal recht viele Items haben, dass sie dann automatisch in Kisten und so einsortiert werden. Dann, was man mit den Droppern noch machen kann, man kann sie im Prinzip in Reihe schalten an Spender dran und so das Inventar von einem Spender um ein Vielfaches erweitern. Und das finde ich eigentlich auch sehr praktisch, weil früher hat man immer seine Spender nachfüllen müssen, wenn man irgendeine Falle gebaut hat. Und so kann man ganz einfach also Dropper an die Spender dranstellen. Und dann muss man sich nie mehr oder fast nie mehr um den Spender kümmern, sondern er hat immer genug Items. Aber ich habe es geschafft, genau 200 Meter entfernt zu sein. Ich bin begeistert. Okay. Dann lassen wir das Lied gerade mal noch fertig laufen. Dauert, glaube ich, nicht mehr allzu lange. Und es... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, es wird Nacht hier in Minecraft. Und ich würde sagen, ich schalte mal bei mir im Singleplayer auch mal die Monster an. Weil ohne Monster ist es einfach langweilig. Dann muss der Laptop zwar mehr rendern. Also, Direct Rendering nennt sich das, glaube ich, wenn Spiele was berechnen. Aber das ist ja nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, ihr habt Spaß an unseren Let's Plays und hoffentlich auch Spaß am Spielen und freut euch schon auf das nächste Let's Play Together mit den Mine Survivors, featuring natürlich Luca und ich. Philipp wird vielleicht irgendwann auch dabei sein, aber es sieht so aus, als würde das noch ein bisschen dauern, und da schauen wir dann auch mal, wie das aussieht. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. So, jetzt werden natürlich die Kommentare überströmen.
wenn sich die Leute das Video oft genug angucken, werden wir bestimmt. Ich wette, dass wir bei 100 Klicks mindestens 40 Kommentare haben, die irgendwas zu dem sagen, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play Together Minecraft.